Kannst du uns mal was aus deinem Buch auch vorlesen? Ja, ich überlege, was du interessant findest. Von der Messerstecherei vielleicht, warte mal. Ja, das interessiert die Leute immer, ne? Ja. Gewalt ist immer gut in Berlin, oder? Ja, Gewalt ist immer gut in Berlin. Entweder akut oder Messerstecherei, warte mal, das ist geil. Ja. So, okay. 1991 Berlin. 5 Messerstiche. Last night, a DJ saved my life. Alleine in der S-Bahn. Ich schaue um mich herum. Sind noch andere Writer hier? Nicht alle sind Freunde. Es gibt auch Konkurrenten. Einer mag mich nicht. Kell. Ich sehe Kell am anderen Ende des Waggons in Begleitung von 4 oder 5 Leuten. Er kommt auf mich zu und macht einen blöden Spruch. Ich lasse mich auf seine Provokation ein und sage irgendwas zurück. Er wird lauter und wir fangen an, so ein bisschen herumzuschubsen. Am nächsten Halt steigen wir aus. Ich denke, wir werden uns ein bisschen boxen. Dass Kell mehrere Leute bei sich hat und ich allein bin, ist mir egal. Das Adrenalin steigt. Plötzlich passiert das Unerwartete. Es blitzt eine Klinge auf. In einem Sekundenbruchteil sehe ich, wie Kell ein Messer zieht und in mein linkes Bein sticht. Die Klinge geht rein wie in Butter. Und blitzschnell zieht er das Messer wieder raus. Verwunderung. Die Zeit verlangsamt sich. Es wird warm an meinem Bein. Ich sehe das Blut aus meinem Oberschenkel fließen. Als ob man einen Wasserhahn auf- und zudreht. Sehr viel Blut. Kommt raus. Impuls des Herzens. Mein Körper schüttelt so viel Adrenalin aus, dass ich nur Wärme spüre. Kein Schmerz. Vor Schreck sacke ich nach vorne. Während mein Oberkörper in sich zusammenfällt, merke ich, wie das Messer noch 2-mal in meinen Rücken geht. Ich krümme mich ganz eng zusammen, wie eine Schnecke, und beschütze meinen Kopf mit beiden Händen. 2 Stiche bekomme ich noch in meine Hände. Insgesamt werde ich 5-mal angestochen. 1-mal ins Bein, 2-mal in den Rücken, 2-mal in die Hände. Die Wunde am Bein ist so tief, dass mir sofort schwindelig wird. Es fängt an, sich um mich herum zu drehen. Auf dem Bahnsteig sacke ich endgültig zu Boden, in einer warmen Pfütze aus meinem eigenen Blut. Die Gang rennt weg. Doch kurz darauf dreht einer der Sprüher um und kommt zurück. Poet, ein talentierter Writer, zieht den Gürtel aus seiner Jeans und bindet mir das Bein oberhalb der blutenden Stelle am Oberschenkel ab. Er zieht den Gürtel fest zu. Das Blut fließt nun langsamer. Dann rennt er wieder los. Dicker, du hast mich nie gesehen. Niemand will etwas mit dem Bullen zu tun haben. Alle sind weg. Allein bleibe ich auf dem Bahnsteig zurück, in der warmen Blutlache liegend. Dick, warm und dunkelrot ist das Blut. Zu der Zeit gibt es an Berliner Bahnhöfen die sogenannten DJs. Die Ansager der BVG zurückbleiben, sagen sie, und geben das Signal für die Abfahrt des Zuges. Gott sei Dank war am Nordbahnhof an diesem Abend einer dieser DJs. Seinen völlig entsetzten Blick sehe ich noch heute vor mir. Und auch heute, während ich darüber schreibe, bekomme ich einen trockenen Hals und einen erhöhten Puls. Der arme Mann hatte einen halb verbluteten Jugendlichen mit einer offenen Schnittwunde vor sich liegen. Meine Jeans völlig durchtränkt vom Blut. Der Mann geht in sein Häuschen und funkt von dort aus die Feuerwehr an. Bis die eintrifft, versucht er, mich bei Bewusstsein zu halten. Er spricht mit mir. Bleiben Sie hier. Ich verliere viel Blut. Ich drifte weg. Immer wieder. Vor meinen Augen schieben sich wundervolle grüne Wiesen, Schmetterlinge, Vögel. Ich sehe Lichter und rieche die schönsten Düfte der Natur. Das Leben läuft als Kurzfilm an mir vorüber. Die Szenen sind nicht, wie ich gedacht hätte. Zufällige Geschehnisse fügen sich zusammen. Ich nähere mich friedlich einem hellen Licht und einem noch nie erlebten Frieden. Doch plötzlich werde ich in die kalte Realität zurückgeholt. Meine Augen öffnen sich und ich liege wieder am Nordbahnhof in der Blutlache und zittere. Um mich herum Feuerwehrmänner. Mit einer Spritze werde ich reanimiert und auf einer Bahre ins Krankenhaus gebracht. Hier wird die Wunde erstmal genäht. Die Hauptschlagader ist betroffen. Allerdings, so erklärt mir der Arzt, habe ich großes Glück, dass mein Bein muss nicht amputiert werden. Sehr viel Glück haben Sie, sagt er und schaut mich betroffen an. Die nächsten 3 Monate kann ich ausschließlich auf Krücken laufen. Die Schmerzen sind höllisch. Unglaublich, wie jede Bewegung wehtun kann. Jedes Mal, wenn ich das Bein bewege oder mich nur im Bett drehe, erleide ich Höllenqualen. Ein Wunder. Ich schätze mich glücklich, dass ich überlebt habe, und gleichzeitig fühlt es sich an wie Sand in meinem Mund. Bis heute, 30 Jahre später, habe ich ein tiefes Loch im linken Oberschenkel, das mir jede Nacht zu schaffen macht. Als hätte das Loch in meinem Bein auch ein Loch in meiner Seele hinterlassen. Meine Freunde weinten um mich. Die Heimleitung erstattete Anzeige. Kell legt eine gefälschte Geburtsurkunde aus der Türkei vor. Laut dieser ist er keine 14 Jahre alt und somit nicht strafmündig. Für diese Tat wird er nie zur Verantwortung gezogen. Die abgrundtiefe Machtlosigkeit ändert etwas in mir. War es mir vorher wichtig, von der Szene anerkannt zu werden, respektiert zu sein, merke ich nun, dass dieses Ansehen überhaupt nichts wert ist, bedeutungslos. Ich ziehe um in ein neues Zimmer im Heim und treffe eine Abmachung mit mir selbst. Ich werde meinen Weg gehen, egal wie einsam dieser Weg sein mag. Mir ist egal, ob ich arm sein werde. Keine Ahnung, ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt, mit Auflegen den Lebensunterhalt zu bestreiten.
Doch mein Herz sagt mir, dass das mein Weg ist und ich nun nicht mehr drauf schauen soll, wer mich bewundert oder respektiert. Die Existenz, die am Ende als ein zweisekündiger Kurzfilm an einen vorbeiläuft, ist dafür zu flüchtig, um sich Gedanken darüber zu machen, was die anderen von einem halten. Lebe dein eigenes Leben. Der Vorfall, bei dem ich fast mein Leben verlor, wird nun zu meiner Motivation. Die Welt ist nicht gerecht. Die Dinge sind nicht fair. Dass der Mann, der mir fast das Leben nahm, nie belangt wurde, hinterlässt einen tiefgehenden Zweifel an unserem System. Wird sich jemand um mich kümmern, wenn ich es selbst nicht kann? Ist auf dieses System Verlass? Auf was kann man sich denn überhaupt verlassen? Nach Polen war in Deutschland das zweite System, das nicht richtig funktionierte. Ich lernte hier neu zu denken. Damit etwas Neues geboren werden kann, muss das Alte sterben. Der Wunsch nach der Anerkennung von außen war hier gestorben. Ersetzt durch die Bereitschaft, den eigenen Weg zu gehen. Den Weg des Herzens. Hingabe wurde geboren. Demut ist der Mut zum Dienen. Dieser Weg sollte mich schon bald nach New York und Los Angeles führen. Viele Millionen verkaufte Platten und jede Menge schräge Geschichten mit sich bringen. Ich will versuchen, so gut wie ich kann, ihn mit allen seinen Absurditäten zu erzählen. Stark. Stark geschrieben auf jeden Fall. Dankeschön. Sehr alleine gut. Ohne Ghostwriter. Ich wollte gerade fragen, es ist eine herzergreifende Geschichte. Du musst das unbedingt als Tonbuch machen, als Hörbuch machen. Ja. Deine Stimme eignet sich super. Sonst kriege ich nur Onkel B's beruhigende Stimme. Danke. Super Stimme. Auf es war Fall. Richtig geil. Ich hätte jetzt hier 2 Stunden chillen können. Voll geil umschrieben. Auch harte, krasse Berliner Story. Aber auch ganz cool beschrieben. Krass, riesen Respekt. Und auf jeden Fall. Die gleich die Frage beantwortet, du hast keinen Ghostwriter oder wie man das nennt, so einen Co-Autor. Also warte, bevor das anfängt, erstmal Respekt an meinen Bruder Krille, also Poet, der hat, der hat dir ordentlich mal den Arsch gerettet. Ja. Nicht gelogen. King so Poet, einer der besten Writer, die wir haben. King Poet. Ja, Mann. Danke, dass du Tomek am Leben gehalten hast. Der hat ein Leben gerettet. Wäre der nicht an dem Abend zurückgekommen, würde ich nicht hier sitzen. Und wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt. Ja, Respekt. Geil. So, jetzt habe ich unterbrochen, habe seinen Job übernommen. Das ist doch mein Style, Baby. Du klopfst mein Style. Wegen Ghostwriter. Ja. Nein, ich habe ein paar Ghostwriter angefragt und keiner wollte es machen. Deswegen habe ich es alleine geschrieben. Aber es ist ja so schön, es ist ja Realität, trotzdem hat das was wie eine Geschichte. Ich habe auch Nahtoderfahrung. Es ist Wahnsinn, ich kenne diese Sachen, die man nicht spricht und die auch eigentlich so oft ins Lächerliche gezogen werden. Ich habe vor 4 Monaten erst letztens einen Krankenwagen geholt. Ich bin total zusammengesackt nach dem Sport, nicht vom Feiern. Und dann hatte ich einen Donner gehört und dann hatte ich nur eine Frage gehört. Ich will jetzt nicht so deep werden, wir reden von dir. Dicker, krasses Buch, bin geflasht. Danke dir. Richtig ist für krass. Dich. Danke, Baby. Also das muss auf jeden Fall Appetit machen für mehr, denke ich mal, bei den Leuten da draußen. Ich teile alles. Geil, ja. Danke. Also ich würde mir das Ding jetzt auf jeden Fall bestellen nach der Ansage. Voll geil. Ey, ich kauf's mir. Muss man supporten. Ey, voll geil. Krass. Ich bring dir trotzdem. Dann aber ich du kannst dir auch kaufen. Kauf das Buch von dem Homie, der länger im Game ist als Onkel B und ich. Und das ist eine lange, lange Zeit. Aber das ist deine Kamera. Ah ja. Er vergisst es immer wieder. Nee, kauf das Buch auf jeden Fall. Also check das ab. Ihr habt ja gesehen gerade, gehört auch gerade. Es lohnt sich auf jeden Fall. Da ist eine Menge, Menge Hip-Hop-History. Ich würde auch sagen, also man kann dich wirklich mögen oder nicht mögen oder keine Ahnung was, aber keiner kann dir das wegnehmen, dass du auf jeden Fall Hip-Hop-History in Person bist. Ich versuche mich ja selbst zu mögen. Ist nicht einfach. So, weißt du, was ich meine? Das ist ja das, Schwerste. Weißt du, was ich meine? Aber du hast auf jeden Fall alles Mögliche gesehen und erlebt und dieses ganze Hip-Hop-Ding gibt es sehr, sehr wenige Leute aus deiner Generation, die immer noch am Start sind, die so wie so ein Hip-Hop-Lexikon durch unsere Gegend laufen. Und ich denke mal, für viele Leute wird es auf jeden Fall ein Bildungsansatz sein, sich mal damit auseinanderzusetzen. Und damit kann man sich selbst auch einen Gefallen tun, indem man so gewisse Bildungslücken stopft. Das kann auch für angehende Künstler, für zukünftige DJs, Rapper, Produzenten oder keine Ahnung, Leute, die Industrie einfach ein bisschen besser kennenlernen wollen, kann das auch sehr, sehr wichtige Literatur einfach sein. Deswegen ist es jetzt nicht irgendwas, wo ich jetzt dir den Arsch massieren will, sondern ich meine es wirklich im Ernst. Sowas würde ich jedem ans Herz legen, mal wenigstens zu überlegen, mal da einfach mal ein paar Seiten durchlesen, gucken, ob das irgendwie resoniert und check den Scheiß auf jeden Fall. Und wer die Vergangenheit nicht respektiert, hat kein Recht auf die Zukunft. Yes. Den musste ich mal mitgeben. Bruder. Yes, Baby, DJ Tomek, Tomek. Yes, Baby.